willkommen zu MusoTalk, dem Music- und Sound-Production-Podcast aus Berlin. Musik, George Kochbeck. Und wie das im Einzelnen so aussieht, das gucken wir uns jetzt mit George zusammen mal ein bisschen genauer an. Wir haben schon seit 35 Minuten geschlossen, Frau Wenzel. George, grüß dich. Ja, guten Tag. Mensch, das ist ja klasse. Großes Kino, Samstagabend, Krimi, das ist ja schon mal, also mehr geht ja im Fernsehen eigentlich nicht. Nee. ZDF. Und ja, du hast die Musik dazu gemacht, wir haben gerade den Opener gehört und du bist so freundlich, uns mal ein bisschen zu zeigen, wie du da so vorgehst, was du benutzt und in welcher Form das überhaupt so ankommt. Du hast hier Cubase 4, also was viele heute haben können und das Bild läuft da oben mit. Erzähl doch erstmal kurz mal dazu, wie handelst du das? Wir haben hier 3 Monitore. Ja, du, ganz einfach. Also jetzt hier, also das Cubase wird jetzt läuft runter von G5 und das Video läuft ganz einfach als QuickTime innerhalb von Cubase mit. Also auf demselben Rechner? Auf demselben Rechner. Okay, das ist mittlerweile. Jetzt in diesem Fall, also ich habe noch einen zweiten Rechner parallel. Wenn ich an den Arrangements arbeite, dann mache ich das oft so, dass ich dann hier den Film nicht gleichzeitig auf diesem Rechner gucke, sondern den Film parallel über einen anderen Rechner laufen lasse, okay. Weil sonst man mit der CPU-Auslastung ziemlich schnell an die Grenzen kommt. Mhm. Wir haben nur jetzt eben gerade, als wir das gehört haben, waren die ganzen Plugins alle gar nicht auf, sondern waren alle gemutet und wir haben nur das Master gehört. Also, und wenn der Rechner nur Audio abspielen muss, dann kann man dann dementsprechend so ein Bild auf dem gleichen Rechner auch so groß zeigen. Halt, ne? Okay. Es wäre jetzt ganz großes Kino, wenn wir mal ein bisschen kurz durchgehen könnten, was du da eigentlich so hast. Oben hattest du vorhin gesagt, die erste Spur ist dann halt das, was du kriegst, das sind ist die Atmo und die Dialoge, ist das richtig? Ja, die allererste Spur ist bei QS, ist die Filmspur hier. Da habe ich diese Thumbnails rausgenommen, weil das auch erfahrungsgemäß immer viel zu viel CPU frisst und das braucht man auch bei solchen langen Filmen eigentlich nicht. Dann ist O-Ton, logischerweise. Also eine ganz normale Audiospur. Und dann geht das hier so weiter mit den einzelnen Instrumenten. Jetzt in diesem Falle, das war jetzt nun der Opener von dem Film, war es ein, sagen wir mal, relativ konventionelles Gemisch aus Streicherflächen, Klavier und einigen Loops, die da so ein bisschen so den Krimi-Touch und das leicht Mysteriöse halt irgendwie reinbringen. Im Laufe des Films sind noch alle möglichen anderen Instrumente, die dann auch zum Tragen kommen. Aber generell kann man sagen, war das bei diesem ZDF-Krimi eine relativ klassische oder typische Krimi-Musik, bezogen darauf, also Klavier spielt die traurigen atmosphärischen Melodien und Streicherflächen, die unten drunter liegen, andere Flächen auch, so dieses Mysteriöse machen. Es war nicht gefragt, jetzt irgendwie da völlig neue Musik zu machen oder sowas. Das würde auf so einem ZDF Samstagabend, 7:45 Platz auch, glaube ich, nicht funktionieren. Das ist nicht zielgruppengerecht. Okay. Welche Instrumente kamen da zum Einsatz, um das mal kurz durchzugehen? Also ich wenn benutze, du da auch kurz mal die Screens davon aufmachen kannst, dass die Zuschauer einen Eindruck kriegen, was man für den klassischen ZDF-Opener quasi so ein... Ja, ist was kein Patentrezept, also das soll nein, jeder gerne selber machen. Ja, natürlich, aber so das Soundarsenal, dass man mal so die Idee kriegt, was man dafür bräuchte. Und wobei vorweg die Frage nochmal wäre,
alles im Rechner oder benutzt du noch Hardware oder Dinge, die außerhalb des Rechners? Ich benutze auch noch Hardware außerhalb des Rechners. In diesem Falle jetzt nun gerade mal nicht. Das ist alles Rechner. Das sind alles VSD-Plugins. Also eine reine Plugin-Veranstaltung. Ja, das ist eine reine Plugin-Veranstaltung. Okay, ja. Gut. Das erste? Das Klavier ist das Ivory. Da hast du ja eine riesen Auswahl bei Ivory, welches Klavier man denn benutzt. Ich benutze gerne von dieser bösen Dörferabteilung, das sind ja drei Flügel, die da gesampelt haben bei Ivory. Oder mittlerweile gibt es auch noch so ein, dieses Italian Grand, gibt es noch ein viertes, was sie nachgeliefert haben. Und in diesem Fall ist es der Bösendörfer Flügel in der Jazz-Abteilung. Hier. Weil der ist schön, das ist ein ganz weicher Flügel. So mellow, halt, der ist nicht so hart, ne? Dann kann man, das eignet sich halt wahnsinnig gut, um das in diese Playbacks halt einzubauen. Also nicht so ein harter Popflügel mit wenig Höhen und so. Der Tori Amos Flügel. Ja, genau. Weiß ich nicht, ob die auch ein Bösendörfer ist. Ja, die ist verheiratet mit Bösendörfer. Gut. Warum Ivory? Es gibt ja so viele. Klingt am besten. Also ich mag den Klang am meisten. Es gibt auch mittlerweile, ich habe bis vor kurzem noch ganz viel das, wie heißt es nochmal, Holy Grail benutzt von EMU, von dem Protoss 2000 Expander. Das ist auch ähnlich so, das ist auch sehr mellow und sehr dumpf und so, hat aber dann letztendlich, vor allen Dingen, wenn man es solo hört, dann doch deutliche Nachteile. Also man hört dann ganz einfach viel eher, dass es dann doch kein echter Flügel ist. Ne? Das Ivory ist da wesentlich weiter und klingt halt auch sehr schön. Das ist unbestritten, ja. Machst du dann noch was mit Effekten an diesem Ivory? Das Einzige, was ich immer mache, ich stelle das von Performer auf Audience. Da gibt diese eine wunderbare Einstellung. Hier, dann kriegt das Ding ein bisschen mehr Raum und klingt ein bisschen breiter. Und das Stereo-Panorama drehe ich immer ein bisschen den auf. Okay. Dass alle Leute, die dann irgendwie mit dem Phasenmesser dann dahinter rangehen, immer das arme Dirk kriegen, weil die ständig aus der Phase läuft, wenn man zu breit und stereomäßig das anlegt. Aber wer hört heutzutage noch Mono? Mono, ich meine, ist doch auch egal, ne? Genau. Na, ob Mono schaltet, es bleibt da nicht mehr viel übrig, aber das ist mir dann auch wurscht. Und man kann hier in dem Ivory selber auch noch irgendwelche Hallräume dazu machen. Das mache ich selten, weil das ist auch bei Ivory so wie bei vielen anderen Plugins auch. Wenn du die internen Effekte benutzt, dann frisst das gleich so wahnsinnig viel Ressourcen, dann geht der Rechner einfach zu schnell in die Knie. Dann nimmst du am besten einen externen Hall, der mit dem Rechner gar nichts zu tun hat. Oder hier, in diesem Fall ist es, glaube ich, gewesen, warte mal, wo ist denn das Ivory? Hier unten ist das, wenn ich das auf Edit, hier genau, das ist der hier. Diesen Hall. Von der Firma CSR. Oder ist das die Firma überhaupt? Ich weiß es gar nicht. Classic Studio Reverb. Den benutze ich ganz häufig. Den brauchen wir einfach nur anmachen und schon ist wunderbar halt da. Aha. Frisst auch nicht so viel Ressourcen. Kenne ich gar nicht. Ist das ein... Ja, ich frage mich gerade. Wir gucken mal hier auf Info. Classic Studio Reverb ist a trademark property of... Der ist von ICA Multimedia, von dieser italienischen Firma. Ah ja, okay. Von denen habe ich übrigens auch... kostensparenderweise und weil sie auch tatsächlich gut funktionieren, die Mastering Tools. Da gibt's ja auch, da kann man ja auch ziemlich viel Geld ausgeben für Mastering Tools. Also um nachher eine Stereo-Basisverbreiterung zu machen, was ich gerne mache, nochmal so ein Haupt-EQ auf die Summe zu legen oder zu komprimieren oder Limiter oder irgendwie sowas. Das ist auch von IK Multimedia, das ist dieses Ding hier, das heißt T-Rex. Wir haben nur T-Rex, ja.